Ich begrüße Sie alle zur Podiumsdiskussion über Schweizer Präzision für effiziente Logistiklösungen. Im Namen des CEMA-Teams herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass die Schweiz hier vertreten ist. Drei Begriffe zeichnen diesen Markt insbesondere aus. Zuverlässig wie eine Schweizer Uhr, hocheffizient und auch innovativ. Die wichtigsten Kennzahlen, 38 Milliarden Schweizer Franken Gesamtmarkt, immerhin 7% vom Bruttoinlandprodukt. Das Problem in der Schweiz sind aber die hohen Arbeitskosten. Das heißt auch, dass in der Schweiz eben vielfach dieses Manko auch durch eine bessere Effizienz aufgeholt werden muss, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Ich muss Ihnen sagen, es ist schon wahr, dass ich diese Arbeit mache, weil ich als Kind keine ferngesteuerte Auto von meinen Eltern gekriegt habe. Aber wir versuchen doch nicht nur Spielereien zu machen. Heute Automatisierung im Gabelstapler-Gebiet ist 1% der Markt. Ich denke nicht, dass man jetzt bei 50% kommen kann, aber wenn wir jetzt von 1 bis 5% gehen, dann haben wir Wachstum in diesem Gebiet von 500%. Es gibt natürlich noch andere Arbeiten, die man automatisieren kann. Es gibt Beispiele in Spital, Reinigung, professionelle Reinigung, Service Robotics und den ganzen Rest. Die Logistik wird immer schneller, 24 Stunden ist ganz normal in vielen, vielen Bereichen. Jeder Schritt, der nicht produktiv ist, wollen wir eigentlich eliminieren. Und wenn wir das schaffen, diese Zeit zurückzugewinnen, können wir die Fahrzeit vom Orderpicker oder vom Rüster können wir umsetzen in wirklich produktive Arbeit. Ich bin stolz, dass wir in der Schweiz dieses Praxisbeispiel haben bei Coop. 30% höhere Produktivität haben wir geschafft. In Deutschland haben wir da stärker den Betriebsrat, der auch auf offiziellen Wege mit einbezogen wird. In der Schweiz gibt es oftmals keinen Betriebsrat und man macht das trotzdem. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Sie sind online, Sie bestellen was und wollen das am liebsten am gleichen Tag schon haben. Da ist die große Herausforderung, das Geschäft mal irgendwie zum Laufen zu bringen. Und da kommt Swisslog zum Zug. Sie klicken, unsere Anlage, die pickt. Und danach kriegen Sie Ihren entsprechenden Artikel zugesandt. Wir sind in der Schweiz mit ca. 160 Mitarbeitern. Wir waren die erste Auslandsgesellschaft in der Schäfer-Gruppe. Unser Hauptsitz ist in Neunkirchen im Siegerland. Und die erste Auslandsgesellschaft war dann in Neunkirch. Und in der Schweiz sind wir für den Hub Südwesteuropa verantwortlich. Frankreich und Italien werden von uns aus gemanagt. Ist der Stellenwert der Automatisierung in der Schweiz höher als beispielsweise in Deutschland? Die Salärkosten sind in der Schweiz im Vergleich zum Ausland hoch. Der Druck auf die Automatisierung sicherlich sehr hoch. Egal wo Sie stehen, wie groß Sie sind, wichtig ist, dass Sie für Sie den optimalen Automatisierungslevel definieren und das entsprechend umsetzen. Jetzt haben wir gesehen, Herr Cox, bei euch fährt das Gerät dem Menschen voraus oder fährt es hinterher oder sagt mir das Lagerverwaltungssystem an, du gehst jetzt dorthin und pickst jetzt das da raus, dann hätten wir, dass der Roboter dem Menschen sagt, was er zu tun hat. Gibt es da eine Grundsatzdiskussion oder ist das jetzt von mir spintisiert? Was wir eher suchen, ist, was soll der Mensch machen, wie ist die Intelligenz und die Flexibilität vom Mensch zu optimieren und welche Aktivitäten können wir übernehmen durch einen Roboter oder durch einen Autopilot. Vielen Dank.